Hallo, ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück auf Hof Bergmann. Ich bin wieder der Shorty von der Test Area. Ich habe gerade mit Schrecken mal auf die Ingame-Uhr geguckt. Es ist 7:10. Es wird bald dunkel. Und naja, im Dunkeln Feldarbeit, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wird dadurch müssen. Wir haben ja noch diese Mission da am Laufen mit den Zuckerrüben. Da, ne? Ja, gut. Stroh haben wir eingesammelt. Das Feld ist clean. Bevor wir aber das Feld uns jetzt vorannehmen, das Feld 5, das ist ja so, es muss gekalkt werden. Das muss gepflügt werden. Und ja, wir müssen das auch düngen, bevor wir einmal ansehen und dann noch die zweite Düngestufe da reinbringen. Und uns fehlt da zum Beispiel noch der Tiefenlockerer. Wir haben jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich habe ja da diese Düngevorrichtung stehen, ne, im Unterstand hier. Ich weiß nur nicht, ob die auch Kalk kann. Das ist die Frage. Und Kalk haben wir im Moment nicht viel. Da haben wir nur ein Big Bag. Aber ich habe. Oder mache ich das nicht? Oder mache ich das doch? Naja, gut. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben hier die Silage noch. Das ist viel Silage, die wir verkaufen können. Und wegen den Triggern und weil das Überladen ja hier nur aus dem Fixfermenter funktioniert, können wir das auch nicht mit Cosplay automatisieren. Zumindest nicht komplett. Ich habe mir dazu was überlegt, wie das funktionieren könnte. Das wird dann quasi ein halbautomatischer Kurs, aber immerhin, ne, sparen wir uns Zeit, können anderes machen, während die Geschichte halbautomatisch läuft. Und ich weiß, dass einige halt keinen Bock haben mit Cosplay und so. Ich sehe das aber bei mir ein bisschen anders. Ich habe da ja immer ein bisschen Bock drauf. Ich will das jetzt einfach mal versuchen. Das wird ein bisschen tricky. Ich fahre den Kurs jetzt ein und zeig euch, wie ich das geplant habe, in der Hoffnung, dass das auch gleich funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Ich starte hier ein bisschen weiter vorne, dass der Überladetrigger halt so mehr im hinteren Teil des Anhängers ist. Da beginne ich jetzt die Kursaufzeichnung. Jetzt kann ich aber, weil ich rückwärts fahren muss später, nicht mit Anhänger fahren. Das wird bei Cosplay nicht so wirklich funktionieren. Deshalb werde ich den gleich unterwegs auf der Strecke einfach irgendwo stehen lassen. Da, wo er mich nicht stört und nur mit dem Traktor losfahren. So, und zwar lasse ich den Anhänger einfach mal hier stehen und fahre dann die Strecke ein. Ihr wundert euch, warum, aber das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich muss beim Viehhändler den Trigger anfahren rückwärts. Und das geht ohne Anhänger viel, viel präziser. Vor allem, wenn Cosplay rückwärts fährt, ist nicht mehr der Traktor, der vorne dran hängt, das ausschlaggebende Fahrzeug, das sich an den Wegpunkten orientiert, sondern dann switcht er um auf den Anhänger. Dann ist der Anhänger das führende Fahrzeug, das sich anhand der Wegpunkte orientiert. Und deshalb, wenn ich jetzt mit Anhänger rückwärts fahre, stimmen die Abstände auf keinen Fall. So habe ich das ausgetüftelt. Es kann sein, dass ich mich irre. Dürft ihr mich gerne korrigieren. Aber ich hatte das Problem im 17er schon. Und hier im 19er hatte ich es auch angetestet. Das funktioniert alles einfach nicht so wirklich. Gut. Die Schwierigkeit wird später sein. Am Fixfermenter wieder eine Position einzunehmen, wo der anhält und ich das Überladen starten kann.
Das sehen wir dann, wie das, ob das so klappt, wie ich es mir gedacht habe. So. Die Silage kommt auch hier in die Scheune. Also in diesen Unterstand. Rückwärts. Den Rückwärtsfahrbutton klicken. Gerade zurückschieben. Ruhig in die Scheune ein bisschen reinfahren, damit man sicher ist, man trifft den Trigger. Rückwärtsfahrbutton deaktivieren. Und wieder rausfahren. Das war noch der leichte Teil, Herrschaften. Und zurück zum Hof. Das ist ein bisschen Fahrerei, ne? Wenn wenigstens das automatisch funktioniert, dann ist das halb so wild. Wilder wäre es, wenn wir das komplett jetzt von Hand machen würden. Einige von euch werden das jetzt natürlich tun. Aber wir haben ja noch mehr zu schaffen heute. Jetzt könnte es natürlich eng werden mit dem Gegenverkehr. Das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Zur Not stoppe ich die Kursaufzeichnung, also pausiere ich sie und setze sie dann fort, wenn der Gegenverkehr verschwunden ist. Aber noch sehe ich ihn uns nicht entgegenkommen. Ich vermute, dass da auch einfach wieder irgendwas passiert ist, dass er sich festgefahren hat. Aber da gucken wir dann gleich nach. Na, ich fahre hier so mit Schwung durch die Karpaten, wenn ich das mal nicht bereue. Ach, und es wird immer dunkler. Ich hoffe, dass ich die Kurve aus dem Tor raus nicht zu eng genommen habe. Da. Ich hätte auch gleich hier fahren können. Dann hätte ich das enge Tor nicht benutzen müssen. Ah ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Spannung. Weiß nicht, wie das mit den Abständen klappt. So, bis hierhin. Und ab da wird wieder rückwärts gefahren. Möglichst mittig unter das Rohr kommen. So, jetzt ist das Zentrum vom Trecker wahrscheinlich anders als das Zentrum vom Anhänger. So, stoppen. Vorwärts fahren. Eins, zwei, drei, vier. So ein bisschen näher an das Schild ran. Pausezeichen. Noch ein kleines Stückchen vor. Und stopp. So. Sieht wüst aus, ne? Das Pausezeichen deshalb, ich kann hier überladen. Er bleibt halt da stehen. Wenn ich dann auf Weiterfahren klicke, müsste er den Kurs aufnehmen und das wegbringen. Das ist so die Theorie jetzt. Nicht? Das ist die Theorie. Ja, wir müssen das natürlich abspeichern. Hof zu. Händler zu, Feld 5, Hofsilo. Wiese bei Hofsilo. Ja, da speichern wir das rein. Fixfermenter zu Viehhändler. So nenne ich mal den Kurs. Mission da. Und den schiebe ich unter Hof zu rein. So, jetzt ist, hatte ich den Anhänger genau deshalb da hinten hängen lassen, weil ich ja sonst hier nicht hätte rückwärts rangieren können ohne Anhänger. Deshalb habe ich den unterwegs einfach abgeschmissen. Ob der Kurs jetzt funktioniert? Na, so nicht. Das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. So, wir gehen mal gucken. Wir brauchen den Modus hier. Wir brauchen, also hier beladen am Startpunkt, ne? Kurs ist drin. Ich stelle jetzt hier mal Silage ein, aber das wird nicht passieren.
das ja selbstständig auflädt, weil das Überladen muss halt an dem Fixfermenter gestartet werden. Wenn der Kurs jetzt nicht funktioniert, ne? Moment, was ist denn hier los? Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Saatgut, Mischration, Futter, Häckselgut, Hackschnitzel, Silage. Na also, wenn der Kurs, den ich jetzt aufgezeichnet habe, so nicht funktioniert, dann muss ich den halt neu machen. Aber da werde ich euch nicht bei zugucken lassen. Das mache ich dann offscreen. Soll ja nicht nerven. Aber wenn der jetzt funktioniert, sag ich mal, ist das eine Möglichkeit für euch, es vielleicht ähnlich nachzutun, wenn ihr das möchtet. Ne? So, naheliegender Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Ich fange jetzt bewusst hier an. Ich will einfach mal gucken, ob das mit der Rückwärtsrangiererei, dem Pausepunkt, dem Stopppunkt klappt. Wenn das passt und er dann noch heil aus dem Tor rauskommt, dann kann ich den fahren lassen. Dann klappt das, dann ist das okay. Dann verkaufen wir hier die Silage beim Viehhändler und verdienen ein bisschen Geld, womit wir dann, naja, unseren Fuhrpark auch ein bisschen aufstocken müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Er fährt rückwärts 2 km/h. Warum? Er wird schon seine Gründe haben. Wahrscheinlich, weil ich so langsam gefahren bin. Obwohl bin ich ja gar nicht. Ist auch nicht wichtig. Hauptsache, er tut's. So, Pause. Ja, ich könnte jetzt in den Fixfermenter einsteigen. Das Überladen starten, ne? Er hält ja an. Und dann wäre alles prima. Ne? Jetzt fehlt aber wieder hier dieser Weiterfahrbutton. Naja. Abfahrer einstellen. So. Das mit dem Weiterfahrbutton. Das sehen wir gleich. So, jetzt muss er nur noch aus dem Tor kommen. Ich hoffe, ich habe die Kurve nicht zu eng genommen. Wollen wir mal schauen, was mit den Zuckerrüben ist. Da habe ich nämlich das Gefühl, steckt da wieder fest. Ja, hat's geschafft. Ja, gut. So, der steht hier, weil der soll hier. Ja, der ist noch nicht mal voll. Der hat wieder angehalten, weil der Abfahrer zu dicht da dran steht. Ja. Anmachen, ausmachen. Hat nicht gereicht. Okay. Dann fahren wir da von Hand ein bisschen vorwärts. So. Abfahrer wieder einstellen. Also wir haben schon eine Menge geschafft, aber ihr seht es hier unten. Eine Stunde braucht er mindestens noch. Es wird dann wahrscheinlich dunkel sein. Ist so. Machen wir nichts. Jo, jetzt müssen wir mal gucken. Kalk ist etwas, wovon viel verbraucht wird. Verdammt viel. Ich wollte mir jetzt bei der Düngetechnik mal angucken. Ach, du ahnst es nicht. Das sind alles teure Sachen. Also wenn wir. Dann gucken wir mal in der Garage. Wir haben den Kuhn. Kuhn, Kuhn, Kuhn. Oder haben wir den nicht? Ja, wir haben den Kuhn. Kapazität 3200 Liter. Und der kann aber nur Dünger, kein Kalk. Na, das ist nicht schlimm, dass der nur Dünger kann. Aber wir brauchen halt jetzt zum Kalken auch was. Und weil Kalk so viel gebraucht wird, ne? Ich würde sagen, am liebsten würde ich mir den ganz großen kaufen, ne? Der hat ein ziemlich hohes Ladevolumen, aber der ist so teuer mit 67.000. Wir verkaufen zwar jetzt Silage, aber wir haben das Geld auch gerade nicht. Ich würde tatsächlich den kleineren nehmen. Man kann bestimmt auch anderes benutzen, was kalt kann, aber nee, nee. Aber das Ding kann Kalk und Dünger. Wird das dann später verkaufen? Ich weiß es noch nicht. Ich gehe mal in die Konfiguration rein. 9000 Liter passen da rein.
Die Arbeitsbreite ist 12 Meter. Reifenvariante hätte ich dann doch vielleicht gerne Pflegebereifung. Für alle Fälle. Sieht nicht hübsch aus, aber es soll ja nicht hübsch sein, ne? So, jetzt können wir hier noch den Aufbau wählen. Kleiner Aufbau, großer Aufbau. Dann passen da 14.000 Liter rein. Kalk. Dann kostet der 40.000. Aber, ne, weil Kalk halt viel verbraucht wird auch, ne? Wir wissen ja nicht, das ist jetzt zukunftsorientierend. Nee, machen wir es anders. Pass auf. Wir nehmen keinen Aufbau. Erstmal klein, günstig, obwohl, wie viel ist der Unterschied? Oh. Oh. Das ist ja ein minimaler Unterschied. 750 Euro Unterschied, um die Kapazität so weit zu erhöhen. Ich nehme den jetzt. Wir kommen nicht drum rum. So, fertig. Wir müssen kalken. Das geht nicht anders. So. Das läuft. Wir haben noch 32.618. Oh. Mein lieber Scholli, wir werden auch gleich noch Geld verdienen, durch die Überschüsse von den Zuckerrüben. Was heißt gleich? Später. Früher oder später. So. Der geht da hinten wieder in Stellung. Ich habe mir überlegt, das Feld 5, dass ich das erst kalke, dann dünge, dann pflüge und dann müssen wir ansehen, wenn wir angesät haben. Können wir gucken? Dann müssen wir ja in der nächsten Wachstumsstufe wieder eingreifen, ne? Und so. Nochmal eine zweite Düngestufe nachlegen. Okay, halbautomatisch. Das funktioniert. Jetzt brauchen wir natürlich, also die Pflegebereifung am Kalksteuer ist klar, ja, damit wir keine Frucht kaputt fahren, falls wir nachträglich mal kalken müssen. Sicher ist sicher, sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Wir haben ja in der Tat jetzt ein Big Pack Kalk da, aber wir müssten, eigentlich müssten wir. Wir machen das. Ich habe da eine Idee, wie wir das kombinieren. Also wir nehmen das Kalk Big Pack, was wir noch über haben, nehmen wir mit zum Händler, füllen damit dann gleich unsere Kalkmaschine, die wir gerade gekauft haben, den Kalksteuer auf und den Rest füllen wir bei Raiffeisen auf. Das wird dann schon, ist doch schon längst voll. Das ist doch schon längst voll. Ach, hier muss ich drauf gucken. Einsteigen. So. Und Abfahrer einstellen. That's right. So. Gut. Wir kriegen da noch richtig Geld rein, ne? Nehmen jetzt mal hier den. Ach, jetzt habe ich ja überhaupt nicht. Jetzt habe ich ja den Frontlader, könnte ich jetzt dran machen, aber die Big Back Gabel, die Big Back Gabel habe ich ja umgebaut für den Kramer, ne? Naja, gut. Dann lassen wir den Kalkbeutel da stehen. Dann ist das so. Dann werden wir den beim nächsten Mal da reinfüllen.
Wir werden immer wieder Kalk brauchen, in Mengen. Also, ich werde das Feld kalken, dann werde ich drüber düngen und dann erst das Feld grubbern. Dann haben wir nämlich schon mal die erste Düngestufe fertig. Und das Feld ist auch gekalkt und dann ist das Feld nicht gegrubbert, gepflügt. Jawohl. Und dann können wir ansehen, um die zweite Stufe vom Düngen zu erreichen, müssen wir dann die erste Wachstumsstufe abwarten. Wenn die erste Wachstumsstufe geschafft ist, können wir nochmal düngen. Dann haben wir beide Düngestufen, dann sind wir bei 150%, bei 100% Düngestufe. Ja. Okay. Wenn wir demnächst die dritten Dinge wirklich so weit sind, dass wir sagen können, hey, hier Amazon, direkt Saat, dann können wir uns das sparen, auf die Wachstumsstufen zu achten. Aber die kostet 270.000. Wir haben noch keinen Traktor, der die Amazon ziehen könnte, ne? So, hier müsste auch eigentlich auch gleich der Zuckerrüben-Heini auftauchen. Ach, der ist schon da. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dem nicht im Weg kommen. Dann werden wir hier warten. Wir gucken, ob der Anhänger leer ist. Solange wie der da steht. Ja. Einnahme Ernte, da guckt mal. 6.914. Das heißt, der Auftrag. Nee, das ist die Silage. Das kann nur die Silage sein. So, da kommt der Traktor wieder. Von der Erntemission Zuckerrüben. Ich hoffe, der Anhänger ist leer. Na komm. Fahr. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Komm, komm, komm. Ich könnte jetzt aussteigen und reinspringen, ne? Aber der fährt jetzt eh hier gleich vorbei. Ne, der ist nicht leer. Der ist nicht leer. Er hat es wieder nicht geschafft. Er ist wieder drüber gerutscht. Das ist alles sehr unbefriedigend. Also mal klappt es, ja, mal klappt es nicht. Das ist nicht in meinem Sinne, ehrlich nicht. Diese Zuckerrüben-Geschichte kostet immer Nerven. Zuckerrüben und Kartoffeln kosten immer Nerven. Ich will jetzt auch gar nicht hier groß rumspacken. Ich werde jetzt das einfach hier von Hand abladen. Dann schicke ich den wieder auf die Reise. So, mal den naheliegenden Wegpunkt auswählen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der Trigger so klein ist. Hier wäre so viel Platz gewesen, auch für einen großen Trigger, ne? So, 49%. Abfahrer einstellen. Dann fahr du mal los. Mach du mal deinen Job. Und wir sind hier. Wir sind hier jetzt eingespannt. So. Das ist Kalk. Aufmachen. Drunter fahren. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Ne, so wird das nichts. Jetzt bin ich ja mal neugierig, was so eine Anhängerladung Kalk kostet. So, Start. Ja, Form schön drunter gefahren. Prima. 14.000 Liter Kalk. Kosten 2.834 Euro. Ich sag euch, wie es ist, ne? Wir werden unseren Kalk früher oder später, ist es das Beste, selber herstellen. Na, da gibt es ja die Kalkproduktion. Da können wir unseren Kalk fast kostenlos herstellen. Kostet uns halt nur ein bisschen
Arbeitszeit und Kraftstoff. Aber geht dann. So, was mir hier auf der Hof Bergmann ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist halt einfach auch der Fakt, dass wir nicht so viel Platz haben zum Bauen. Das sieht hier mit Bauland sehr bescheiden aus. Das wird nicht so einfach. Aber müssen wir dann durch. Da wird es Wege geben. Bin ich mir sicher. So, den Schwatzen hier. Der wird dann später auch umkonfiguriert. Der soll genauso die Pflegebereifung kriegen. Und dann passt das. Ja, hat ganz schön zu kämpfen. Wie schwer sind wir? 17,1 Tonnen. Ja. So. Wir sind auch schon am Feld. Ich werde den auch kalken lassen jetzt. Dann haben wir das Kalken erledigt. Dann müssen wir das noch düngen. Dann schmeißen wir den Dünger gleich mit über den Kalk. Und dann können wir pflügen. Ne? Hier Feldinfo. Muss gepflügt werden. Benötigt Kalk. Ja. It wie es it. So. Ich stelle den mal hier hin. Oh, es wird immer dunkler. Er soll düngen, kalken, etc. Kursgenerierung. Das ist Feld Nummer 5. Aktuelle Fahrzeugposition. Ja. 12 Meter. Nicht 24. 12 Meter. Weil Kalk schmeißt er nicht so weit. Deshalb ist die Arbeitsbreite nur 12 Meter. Würden wir mit dem Anhänger düngen, Dünger streut er viel weiter aus. Deshalb hätten wir beim Düngen eine Arbeitsbreite von 24 Meter mit genau dem gleichen Anhänger. Ne, vielleicht nützlich zu wissen. So, rundherum ein Vorgewende würde mir reichen. Im Uhrzeigersinn bitte gerne Vorgewendebahn beginnen. Weiche Kurven ist super in Ordnung. Generiere Feldkurs. So, zurück. Speichern. Feld 05 Kalken Breda 12 Meter. Jawohl. So. Gleich wegsortieren. Damit nichts passiert. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Und wir wollen mal gucken, wenn er das Feld fertig gekalkt hat, wie schlimm es dann aussieht. Der Kalk geht schon runter. Sind schon gleich auf 90% runter. Verdammte Axt, ist Kalken eine teure Geschichte, muss ich ja mal so sagen. So, Abfahrer entlassen, Abdeckung öffnen. E. Und Silage überfüllen, starten. Wir haben noch eine Menge Silage da drin. Ich glaube, 45% bei 90.000. Naja, dann ist die Gesamtkapazität liegt dann bei 200.000, ja. Ist doch schön. Bleib gleich hier sitzen. Wenn der Anhänger voll ist, kann ich das wieder anhalten. Dann schicken wir den wieder auf die Reise. Eine Anhängerladung sind immerhin 6.000 Euro. Das nicht schlecht. Ne? Oh, er hat von alleine aufgehört, nur weil ich drin sitze. Das ist ja multisozial. So, Abfahrer einstellen. Bring es weg. Oh, wie sieht's hier aus? Der macht sein Ding. Ah, der fährt zum
mit der nächsten Ladung zu Raiffeisen kann ich jetzt auch gleich beibleiben. Weil wenn der wieder rüber rutscht über den Verkaufstrigger, dann ja, bin ich gleich vor Ort, kann eingreifen, sparen wir Zeit. In-game ist es schon 20 vor 8. Eieiei. Die werden mit den Zuckerrüben auf jeden Fall im Dunkeln weiterarbeiten müssen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Da machen wir nichts. Ist aber auch alles idyllisch und beschaulich hier, ne? So ein kleiner Teich hier. Ententeich. Ja, schäl dich schön langsam um eine Kurve. Ist alles in Ordnung. Was mich halt immer irritiert ist, mal bleibt da rechtzeitig stehen. Der ist jetzt auch nur 96% gefüllt, ne? Ist in Ordnung. Also mal bleibt da rechtzeitig stehen und lädt ab. Und mal macht der Zicken und rutscht drüber. Ich mache mich mal bereit, den Abfahrer zu entlassen, um das wieder von Hand zu übernehmen zu nehmen. Aber wir werden mit dem Zuckerrübenfeld halt fetch. So oder so. Ja, wenn wir mit dem Fuhrpark dann soweit sind, müssen wir mal gucken. Neue Einnahmequellen erschließen und alles. Ja, diesmal klappt es. Warum denn nicht gleich so? Warum denn nicht immer so? Ehrlich mal. Warum? Kann ich nicht, will ich nicht nachvollziehen. Egal. So, wie sieht's aus mit unserer Kalkschleuder? Hat das Vorgewende beendet? Ach, du ahnst nicht. 33%. Wir kommen mit ein so einer Anhängerladung noch nicht mal hin, dass wir das kleine Feld Nummer 5 gekalkt kriegen. Teuer. Sehr teuer. Kalken ist sehr teuer. Da müssen wir wahrscheinlich zwischendurch gleich nochmal losfahren. Den Kalkstreuer aufladen. Deshalb hatte ich ja eigentlich gedacht, komm, nimm den ganz großen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen noch warten sollen. Der ganz große ist zwar teurer, der nimmt zwar auch mehr Platz weg, aber der hat halt mehr Kapazität. Und da muss man vom Feld nicht runter, ne? Da kriegen wir zumindest unser Feld 5 in einem Zug gekalkt. Weil das ist ja dann doch schon... Naja, es geht halt von der Zeit ab auch wieder, ne? Eieieiei. Nicht witzig. Nein. Nicht witzig. Der Kalkverbrauch ist übelst. Was hat der große gekostet? 65.000. Wir haben jetzt einen Kontostand von 42.000. Ja. Die Könner unter euch, ne? Die wirtschaftlich arbeiten und rechnen haben, hätten jetzt natürlich gesagt, hey, warum hast du dir den großen nicht erstmal gemietet, bis du den kaufen kannst? Ja. Wäre auch eine Alternative gewesen. Aber mal ganz ehrlich, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit Kalk arbeite. Ich gucke mir den Verbrauch gerade an und ich hätte echt gedacht, der reicht. Ne? Der kleine hier reicht. Das habe ich so gedacht. Heimi, ganz schön verdammt. Ja, eigentlich wäre es sinnvollste, den kleinen wegbringen, verkaufen, gleich den großen dafür holen. Ja, ich könnte mich jetzt richtig ärgern. Gucken wir in der Garage rein. Da kriegen wir 29.942 noch für. Wenn wir den direkt zum Händler bringen, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Ja.
So, dann hält er jetzt gleich wahrscheinlich an, weil er keinen Kalk mehr hat. Seht ihr, die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Den kleinen Kalkstreuer, das lohnt absolut nicht. Er hat den Motor ausgemacht, Holt fährt weiter. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Wir haben aber jetzt noch das Glück. Ja. Wir haben aber jetzt noch das Glück. Müssen nicht gleich zum Reifeisen rüberfahren. Wir haben noch ein Big Pack Kalk auf dem Hof, ja. Vielleicht. Vielleicht reicht das ja. Man weiß es nicht. Also ich werde die kleine Maschine wieder verkaufen, den kleinen Kalkstreuer gegen den großen. Und wir müssen auf jeden Fall sehen, früher oder später, dass wir hier mit der Kalkproduktion was machen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. So. Der wird niemals mit Crossplay fahren. Mir geht das gerade ziemlich auf den Sack. So. Jetzt kann man besser arbeiten. Einmal Crossplay-Belegung umgeschaltet, fertig. Komme ich jetzt so ran oder muss ich den runterkurbeln erst hier? Na, muss den erst hier runterkurbeln. Soll an mir nicht liegen. Vielleicht kommen wir jetzt an den Kalk dran. Aha. Müssen den Hebel halt verkürzen, ne? Sonst kippt er uns doch auch noch auf die Nase. Jetzt ist natürlich auch, bin ich auch gespannt, ob das Überladen so funktionieren wird. Oder ob ich da auch wieder eingreifen muss. Ach, und es wird immer dunkler. So, die Klappe geht nach rechts auf. Hallo, ich komme mit Kalk. Merkst du das? Ja, er merkt es. Huhu. Ja. Ein bisschen ausschieben. Haben wir mal rum. Wann? Ja. Ja. Cosplay fährt einfach los. Okay. Wir gucken mal eben schnell nach den Zuckerrüben. Jetzt steht er da wieder. So, hier sind wir soweit. Nein, andersrum. Wir können hier wieder abstellen. 52.000. Also noch etwas mehr als zwei Fuhren. Das ist in Ordnung. Hier steht er wieder, weil der im Weg ist, ja. Er ist einfach zu nah dran. So, das läuft wieder. Dann fahren wir mal hin.
Wir haben es ja fast geschafft, das ganze Pickpack überzuladen. Aber wir kriegen das Feld nicht fertig damit. Da reicht uns auch nicht unser Big Big. Kalk wird eine teure Sache. Das war unser letzter eigener Kalk. Was anderes können wir nicht tun. Jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal zum Reifeisen zu fahren, aufzuladen. Oder zu sagen, komm, den Streifen lassen wir ungekalkt. Aber das wäre auch nicht richtig. Den Streifen hier ungekalkt zu lassen. Naja. Eine Fehlkalkulation meinerseits. Da steht schon der John Deere drin. Ach komm. Alles gut. Wir parken den jetzt ein. Hier drunter. Und gut ist. So, ja. Bilanz. Kommen wir mal zur Bilanz. Also Kalk, ja, teure Geschichte. Wir werden dann wohl nicht drum rumkommen, den großen Kalkstreuer zu nehmen, weil der mehr Kapazität hat, damit wir wenigstens annähernd das Feld fertig kriegen. Kalk ist teuer. Kalk ist ein Mengenverbrauchsgut ohne Ende. Aber da müssen wir mit leben. Das ist halt so. So, der Silageverkauf halbautomatisch funktioniert. Da machen wir jetzt gerade nebenbei noch ein bisschen Geld mit. Ich würde mal sagen, so 12.000, 15.000 Euro. Ne, 2,5 Touren sind noch drin. Mmh, 58.000, 64.000. Wir geben den kleinen ab, ja. Das heißt, den großen Kalkstreuer holen wir uns dann beim nächsten Mal. Ja, hier kriegen wir auch noch Geld aus dem Überschuss. Ne? Wie lange braucht er noch? 50 Minuten. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. 50 Minuten noch. Der wird auch nachts durcharbeiten. Ja. Ich denke, ich mache das so. Ich hole den großen Kalkstreuer jetzt. Ich mache den nochmal voll. Ich kalke das Feld fertig. Das mit den Zuckerrüben wird noch ewig dauern. Da wird noch eine Stufe Nachtarbeit raus, denke ich. Und dann... Ich habe meine Lektion gelernt, was das Kalken angeht. Es darf halt nicht unterschätzt werden. Nicht? Gut. In diesem Sinne, ne, Kalk und Silage soll es das für heute gewesen sein. Mit Hof Bergmann. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich war wie immer euer Shorty von der Test Area und bin für heute raus. Ciao, ciao.